Die Optiogen-Aktie ist aktuell mal wieder richtig fett am Steigen. Hier aktuell mit ca. 7,66% bei der Heimatbörse in den USA im Plus. Und da stellt sich mir persönlich erstmal die Frage, was steckt dahinter? Wieso steigt die Aktie gerade jetzt so? Wie weit kann das noch gehen? Bei welchen Preisbereichen müssen wir uns sehen? Was sind die Prognosen? Sollte man jetzt schon kaufen oder erwarten? Diese Fragen werden wir alle im heutigen Video beantworten. Also dranbleiben lohnt sich auf jeden Fall. An der Stelle erstmal moin Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf Dicker Trading Show. Wir analysieren, wie schon zu erwarten, die Optiogen-Aktie. Und an erster Stelle will ich kurz erwähnen, dass 80% der Zuschauer, die aktuell dieses Video sehen, noch nicht abonniert haben. Also, lasst doch gerne mal ein Abonnement da, würde mich auf jeden Fall freuen und unterstützen. Großes Dankeschön schon mal im Voraus. Jetzt geht es los mit Optiogen. Und wir sehen hier einerseits den Chart, das Kursbild, wie der Kurs sich sozusagen verhalten hat. Hier auf Tagesperformance ein Balken entspricht ein Tag. Und wir sehen hier am morgigen Tag, am 6.8. ein kleines E. Und dieses E steht für Earning Calls. Das heißt, für Quartalzahlenergebnisse, was seitens der fundamentalen Daten natürlich präsentiert wird. Und da gehen wir einmal kurz zu dem ersten Punkt des Videos. Was sind sozusagen die Prognosen? Was sind die Erwartungen? Denn ihr wisst wahrscheinlich auch schon, bei Quartalzahlen sind immer sogenannte Prognosen, Erwartungen, die von einzelnen Analysten getätigt werden. Und wenn diese Erwartungen erfüllt werden, dann ist es meistens immer mit einer relativ positiven Kursreaktion verbunden. Wenn nicht, kann es auch mal schnell in die Hose gehen. Und an der Stelle gucken wir einmal kurz, was die Prognosen sind von 5 Analysten, die erwarten nämlich bei Ergebnissen im vergangenen Quartal je Aktie einen Durchschnitt von ca. minus 0,023 US-Dollar. Dies würde einen Gewinn von ca. 83,16% gegenüber dem Vorjahresquartal bedeuten, in welchem Okugen minus 0,190 US-Dollar je Anteil vermeldete. Also eine gute Steigerung, ein Prozentsatz oder ein Gewinn von ca. 83% ist definitiv relativ stark. Und an der Stelle haben wir auch schon diese Prognose, die jetzt sozusagen im Gewinn von ca. 63% oder 83% liegt. Und da müssen wir generell mal wieder auf diese Okugen-Aktie zurückkommen, die aktuell, wie gesagt, noch immer ca. 7,3% bei der US-amerikanischen Börse im Plus ist. Aber was hat das für eine Bedeutung? Wieso steigen Aktien gerade so stark vor den Quartalzahlen oder fallen so stark vor den Quartalzahlen? Das ist eigentlich recht einfach erklärbar, denn es gibt sozusagen Analysten oder man investiert, Aktionäre investieren immer in die Zukunft. Man kann nicht investieren, was heute oder was direkt danach passiert, sondern man guckt, wie verhält sich das Unternehmen nächste Woche, wie verhält sich das Unternehmen in einem Jahr, im Jahrzehnten, was auch immer. Und danach investiert man. Je positiver diese einzelne Erscheinungshaltung ist, desto mehr investiert man oder desto sicherer ist man bei deiner Entscheidung. Und hier haben wir gerade dieses Phänomen, dass AMC oder das, sorry, das Okugen aktuell eine relativ starke Hype-Aktie ist. Das heißt, wir haben immer etwas größere Hype-Phasen, wo die Aktie dann durchaus mal circa zweistellig steigt, aber auch immer zweistellig fällt. Das ist definitiv hier möglich bei Okugen und eigentlich auch nicht so selten, wenn man einfach mal diese Balken anguckt, was für einen Umfang die teilweise haben, sieht man das eigentlich schon relativ genau. Und in Kombination mit den Quartalzahlen, wo sich viele Aktionäre wahrscheinlich erwarten oder hoffen, dass hier positive Quartalzahlen letztendlich dieser Ausblick garantieren und diese fundamentalen Zahlen ebenfalls beeinflusst werden oder beziehungsweise auch relativ positiv ausfallen, ist hier gerade aktuell eine relativ große Euphorie ausgebrochen, die natürlich diesen Aktienkurs nach oben gedrückt hat. Zum Spitzenwert waren es, das war knapp 16 Uhr, sogar knapp 9-10% hier im Plus bei der Okugen-Aktie. Doch jetzt kommen wir zum anderen Teil. Jetzt haben wir schon einerseits so geklärt, wieso steigt die Aktie, was steckt dahinter, aber damit haben wir noch längst nicht alle Fragen beantwortet. Jetzt kommen wir mehr oder weniger zu dieser Frage, wie könnte man weitermachen? Wie sollte man jetzt vorgehen? Wie könnte man diese Reaktion am besten einschätzen? Und darum nehmen wir jetzt direkt die technische Chartanalyse. Und an der Stelle machen wir mal wieder das ganz einfache Phänomen und zeichnen einfache Trendlinien ein. Ich will es kurz vorab sagen, diese einzelnen Trendlinien könnt ihr selbst bei euch zu Hause, bei anderen Aktien oder auch bei Okugen selber notieren, um diese Aktie besser einstufen zu können, um hier zu wissen, was hier überhaupt losgeht, um die Kaufsignale abzulesen beziehungsweise auch Prognosen hier einzeln darzustellen. Und das ist generell perfekt. Also, jetzt geht es los mit der charttechnischen Analyse. Und da wisst ihr wahrscheinlich schon, dass es eine Art verschiedenen Trendrichtungen gibt. Einerseits steigt eine Aktie, andererseits kann eine Aktie fallen oder eine Aktie verläuft relativ horizontal in einer etwas größeren Seitwärtsbewegung. Genau das können wir prinzipiell hier erstmal einzeln. Wir haben einen Top-Punkt, einen Allzeitpunkt hier sozusagen bei ca. 9 US-Dollar. Der Boden würde ich hier sozusagen auf den unteren Punkt notieren, hier bei ca. 5,94 US-Dollar. Und dann sehen wir innerhalb dieser Seitwärtsbewegung, innerhalb von dieser Bahn hier, haben wir
einzelne Kursbewegung, die der Kurs hier einschränkt. Hier kann man zum Beispiel einen Abwärtstrend verzeichnen. Der beginnt hier, seitdem wir diesen Toppunkt erreicht haben. Und der streckt sich so in den letzten paar Wochen hin. Doch wir sehen, wir sind aus diesem Trend raus. Wir sind da drüber. Ich kann gerne nochmal ein bisschen weiter ranzoomen. Da sieht man die Situation vielleicht noch ein bisschen besser. Wir sind ausgebrochen. Wir haben diese fallende Trendlinie nach oben hin überschritten. Das heißt, jetzt kommt entweder ein steigender Trend, um das vielleicht mal weiter zu zeichnen, könnte das sein, dass die Aktie weiter steigt, die Aktie zieht weiter hoch und wir sehen uns bald bei Bereichen von ca. 9 US-Dollar wieder oder die Aktie verläuft erstmal seitwärts. Beide Möglichkeiten haben wir. Ein feiner Trend könnte natürlich jetzt bedingt durch diesen Quartalzahlen entstehen, aber da muss man generell differenziell betrachten, wie könnte das ausfallen? Wie schätzt man selber das Unternehmen ein und wie viele Erwartungen hat man selbst an dieses Unternehmen gerichtet? Wenn diese positiv ausfallen als diese einzelnen Analysteneinschätzung, dann sollte man definitiv investieren bzw. zufrieden sein und die Aktien behalten. An der Stelle haben wir jetzt schon mal diese grobe Trendrichtung eingezeichnet, doch jetzt wollen wir einmal kurz wissen, wo kann dieser steigende Trend denn jetzt aufhören? Nehmen wir an, die Aktie steigt am nächsten Tag weiter, wo ist sozusagen wieder Ende? Und da gucken wir einfach, welche Resistenzen, welche horizontalen Merkmale haben diesen Kurs in der Vergangenheit schon mal erschwert, weiter zu steigen. Denn ihr wisst, die charttechnische Analyse ist prinzipiell über die Gegenwart, bildet prinzipiell immer Muster aus der Vergangenheit ab. Das heißt, jedes Phänomen, ein steigender Trend, ein fallender Trend, eine Seitwärtsbewegung, die wiederholen sich immer. Und darum kann man diese einzelnen Preisbereiche in der Vergangenheit nutzen, um in gewisser Art und Weise die Zukunft zu prognostizieren. Also natürlich, es muss nicht eintreffen, aber es ist meistens immer ziemlich wahrscheinlich, dass wir einen solchen Fall haben. Wir gucken jetzt einfach mal, wo war der Kurs ziemlich oft abgebildet und da fallen mir direkt schon ein paar Punkte ein. Ich mache das mal eben kurz ein bisschen kennzeichnet, ich markiere das mal eben kurz, wo der Kurs immer ein bisschen in Stocken geraten ist. Auch hier sehen wir diesen Bereich, hier diesen Dämpfer und wir sehen, diese einzelnen Bereiche, wo ich die jetzt mal einfach eingezeichnet habe, die liegen alle auf einem Niveau, die liegen alle auf einem Level und darum könnte man erstmal davon ausgehen, dass wir diese grobe Bereiche erstmal mit einer Trendlinie markieren können, mit einer Trendlinie verbinden können und dann haben wir auch direkt schon diesen Prognosebereich, diesen Bereich, wo die Aktie vielleicht wieder in Stocken gehen könnte, wo diese Kursbewegung, dieser steigende Trend vielleicht wieder aufhört und wo diese Aktie erstmal stagniert. Also könnte man erstmal davon ausgehen, dass hier so die nächste Resistenz ist bei 7,71 US-Dollar. Da sollte man vielleicht mal wieder aufpassen, wenn man investiert ist, wenn man schon im Plus ist, wäre das vielleicht auch eine Möglichkeit, um zu verkaufen, sofern diese Aktien nicht über diesen Kurs rüberspringen, dann haben wir natürlich mehrere Phänomene, die jetzt eintreffen können. Es könnte sein, dass wir einen Durchbruch haben. Sorry, das war etwas krumm gezeichnet. Also, dass diese Aktie rüberkommt, dann könnte man definitiv auch mit oberen Bereichen rechnen. Hier zum Beispiel bei dieser oberen Marke von ca. 9,06 US-Dollar. Aber es gibt natürlich auch noch die zweite Version, die etwas negativer ist. Das heißt, dass wir hier mehr oder weniger abprallen und der Kurs wieder zurück in alte Bahnen läuft und dass wir uns bei Bereichen wie zum Beispiel bei ca. 6,76 US-Dollar wiedersehen. Beide Phänomene können eintreten, aber das weiß man erst genau, sofern wir uns dieser Linie lernen, sofern wir jetzt diesen Ausbruch, das ist das erste Stück, was wir jetzt geschafft haben, aber dieser zweite Punkt, dieser zweite Effekt, dass wir jetzt diese wichtige Überschreitung der Marke ca. 7,71 US-Dollar. Und an der Stelle haben wir einerseits erstmal eine Prognose, die sich auf einen kurzfristigen Zeitraum beläuft, also eine Prognose, die mehr oder weniger in den nächsten paar Tagen schon eingehalten werden könnte, sofern die Quartalsergebnisse natürlich positiv ausfallen, bin ich aber auch eigentlich fast überzeugt von, dass morgen ein positiver Tag hier für die Ocugen-Aktie wird und darum zeichnen wir einfach mal einen mittel- oder kurzfristigen Prognosebereich hier ein. Ihr kennt das Ganze, hier haben wir gesagt, hier kommt die Aktie vielleicht wieder ins Stocken, also das ist hier erstmal die kurzfristige Prognose, hier würde ich die Aktie erstmal kurzfristig einstufen, dann natürlich auf etwas langfristiger Performance hier, vielleicht auch auf einem mittelfristigen Weg in den nächsten paar Monaten bzw. auch paar Wochen könnte sich hier ein Bereich von ca. 8,75 bis zum 9 US-Dollar wieder hineignen. Also wir haben jetzt zwei Prognosebereiche, diese untere Prognose, da sind wir schon fast dran, also da fehlt nicht mehr viel, man könnte einmal kurz gucken, wie viel Prozent hier noch fehlen, bis man dazu sozusagen dran ist. Das wären noch ca. 4%. Das ist halt gar nichts hier für Ocugen, das können sie vielleicht heute Abend noch machen. Aber wenn wir darüber kommen, dann bin ich auch überzeugt, dass wir einen weiteren Schub machen, dass wir einen weiteren Anstieg hier durchleben, wenn nicht sogar einen guten zweistelligen Prozentsatz hier mit ca. 13% in den nächsten Prognosebereich. Und aus jetziger Sicht wären das knapp 15-16% hier bis zum oberen Prognosebereich, bis zu dieser 9-Dollar-Marke. Und das ist definitiv eine
relativ gute Sache, eine relativ gute Rendite hier für diesen kurz- bis mittelfristigen Zeitraum. Und an der Stelle werden wir einmal kurz gucken, wie sich die Prognose oder wie sich diese einzelnen Fundamentalen oder Quartalzahlen morgen eignen werden. Zudem halte ich euch, was das angeht, definitiv auf den Laufenden. Also an der Stelle abonnieren würde sich auf jeden Fall lohnen, um keine einzige Aktienanalyse hier zu verpassen. Generell haben wir jetzt eine relativ interessante einzelne Situation hier bei Occugen. Ich hoffe, ihr habt jetzt so grob gelernt, wie man hier vielleicht auch analysieren kann, wie man hier vorgehen kann. Man kann hier natürlich auch immer anders vorgehen. Man kann generell auch einzelne Methoden anwenden, einzelne Tools, Fibonacci, Retracement Tools, irgendwelche einzelnen Durchschnittslinien, was auch immer. Wobei wir hier auch als Durchschnittslinien noch erwähnen müssen, dass wir aktuell sogar am 50-Tage-Preis-Durchschnittstrend abgeprallt sind, der hier aktuell bei ca. 7,53 US-Dollar steht. Wenn wir darüber kommen, ebenfalls eine positive Reaktion, ebenfalls ein positiver Trend und ein positiver Impuls dazu ebenfalls auch. Also relativ positiv aktuell die Situation bei Occugen. Wir hoffen, dass es so bleibt. Und jetzt schreibt euch oder schreibt doch gerne mal in die Kommentare, ob ihr ebenfalls in Occugen investiert seid. Seid ihr überzeugt von der Aktie? Wo denkt ihr, wo kann das Ganze hingehen? Und was sind so eure Bereiche, wo ihr sagt, bam, jetzt nehme ich meine Gewinne mit, jetzt habe ich genug. Und an der Stelle sehen wir uns gleich noch zu einem weiteren Video auf den Gnade Trading Show. Haut rein, macht's gut und ciao.